Servus Phil. Hi Felix. Hi zusammen. Ich darf euch begrüßen für eine neue Folge von Frag Phil und Falk. Heute haben wir das Thema die klappbare Transportkiste Schuttmulde. Dafür haben wir noch einen Spezialisten hier dabei. Felix, sag gerade ein paar Worte zu deiner Person. Ja, hallo auch von meiner Seite. Ich bin Felix Brettschneider, bin im Bereich Produktmanagement Rosenborg Karlsruhe tätig. Und war auch konstruktiv für den Rettungskorb und seine Anbauteile verantwortlich. Somit auch für die Schuttmulde, die wir uns heute anschauen wollen. Und ja, denke, hier kann ich gute Antworten liefern für die Fragen, die ihr gestellt habt. Dann würde ich sagen, gehen wir mal über in die Praxis und schauen uns das Bauteil mal direkt am Korb an. Ja, also der Phil hat uns hier schon mal die Schuttmulde bereitgelegt. Und ihr könnt schon sehen, die Bauform ist jetzt ziemlich kompakt in der Situation, wo wir es aufs Fahrzeug verlassen können. Wir nehmen hier sehr wenig Platz auch im Geräteraum weg. Das ist ein großer Vorteil der Schuttmulde. Dann kann man hier noch sehen, wir haben hier im vorderen Bereich die beiden Zapfen. Die sind 1:1 austauschbar mit unserer Multifunktionssäule. Somit können wir hier wirklich mit diesem Bauteil eine Multifunktionalität erzeugen am Rettungskorb, das ja wirklich ein gutes Gimmick für den Anwender ist. Ja, Phil, dann würde ich dich mal bitten, zeig uns mal, wie man die Schuttmulde in Betrieb nimmt. Natürlich gerne. Also erstmal lösen wir hier die Transportsicherung. Dann können wir die Seitenteile aufstellen. Dann können wir die Vorder- und die Rückwand noch auseinanderklappen und das Ganze nochmal mit Karabinern sichern. Dann haben wir im vorderen Bereich die Kippeinrichtung. Die wird der Phil jetzt auch noch gleich verriegeln und somit dann die Schuttmulde komplett in Betrieb nehmen. Der nächste Schritt wäre jetzt, den Korb vorzubereiten. Dafür kann der Phil uns jetzt mal die Korbfront öffnen. Wir klappen die beiden Handläufe rechts und links hoch, machen uns die Korbtüren auf und wir können jetzt unsere Multifunktionssäule entnehmen. Jetzt haben wir Platz für die Schuttmulde geschaffen, müssen aber unsere Korbfront wieder schließen, dass wir hier den sicheren Betrieb auch gewährleisten können. Dafür verbauen wir unseren Handlaufadapter, um die Korbfront wieder zu schließen. Jetzt können wir hier die Schuttmulde einsetzen, auf die Verriegelung achten und können hier auch die Korbtüren wieder schließen. Somit haben wir jetzt die Schuttmulde im Korb verbaut und wären startklar für den Einsatz. Ich denke, wir haben jetzt einige Möglichkeiten hier gezeigt, was wir mit unserer klappbaren Transportkiste /Schuttmulde zeigen können. Belastbar ist das gute Stück bis zu 300 Kilo. Mit dem Bauschutt wollten wir euch einfach nur mal simulieren, dass ich auch beispielsweise nach einem Dachstuhlbrand irgendwelche Dachreste, Dachpfanne oder Gebälk nach unten transportieren kann und das Ganze danach noch vernünftig auskippen kann, ohne dass ich es noch mal in die Hand nehmen muss. Ja, aus technischer Sicht kann man noch mal zusammenfassen. Also wir haben hier eine sehr kompakte Bauform, wenn wir das Ganze auseinandergebaut im Geräteraum lagern. Und wir haben hier wieder die Multifunktionsschnittstelle im Rettungskorb genutzt. Wir können uns die Korbfront komplett öffnen, haben hier Platz für die Schuttmulde, können die einstecken und auch die Korbfront wieder schließen mit der Schuttmulde, um halt auch maximale Sicherheit für den Anwender im Korb gewährleisten zu können. Wenn es euch gefallen hat, lasst uns doch ein Like da und hier unten blenden wir euch noch die E-Mail-Adresse ein, bei der ihr dann eure Fragen uns auch stellen könnt. Bis zum nächsten Mal, Felix. Ciao. Danke für deine Hilfe.